Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Airborne Kingdom. Ja, ich melde mich aus dem Urlaub zurück. Ich hatte eine Woche Urlaub. Das heißt ich, also wir hatten eine Woche Urlaub gemeinsam, meine Frau und ich. Und ja, war so schön. Wir haben die Zeit genossen. Wir waren einen Tag, waren wir in den Niederlanden am Meer, sind dann die Dünen rauf und runter marschiert. Und dabei habe ich mir dann direkt einen leichten Sonnenbrand eingefangen, aber ja, nichts Schlimmes, war wirklich nur ein leichtes und hatten so ein bisschen und mein Haupthaar, so, ich habe relativ kurz geschnittene Haare und da war natürlich dann auch da so ein bisschen der Schädel am Dampfen. Ja, aber alles gut überstanden. Ja, dann halt Freunde besucht, halt gemeinsam so einen Grilltag verlebt mit Live-Musik und allem drum und dran und zick und zapp. War echt klasse. Der Kollege hat Musik gemacht mit seiner Band. Und ja, war eine schöne Woche. Wir haben wieder einiges gemacht in der Zeit. Natürlich habe ich keine Let's Plays aufgenommen, ne? Logisch, ne? Das war also vollkommen Let's Play frei, nicht komplett spielfrei, aber komplett Let's Play frei. Privat spiele ich im Augenblick tatsächlich wieder Timberborn. Ich habe mich da einfach mal wieder dran gesetzt. Und was soll ich sagen? Es macht Spaß, kommt man so, wenn man einmal mit anfängt, kommt man nicht von los. Es hat ein paar Updates gegeben zu Timberborn und ja, sehr schöne Sachen dabei. Und ich glaube, ich mach da mal eine neue Staffel zu. Jetzt ist erstmal Airborne Kingdom angesagt, Timberborn kommt später. Airborne Kingdom, Timberborn, Airborne. Jason Bourne. Ich sehe da ein Muster. Ich hab das im Blick. So. Ja, nee. Gut. Ich mach mal, bevor ich hier noch mehr Unsinn rede, gehe ich da mal auf Spielladen. Moment. Jetzt muss ich selber gucken. Achso, das eine ist automatisch, glaube ich. Das andere ist hier die. Genau. Ich gehe mal hier drauf. Und Spiel lädt. Und ich bin mal ganz kurz wieder. Moment, vergessen Knopf. Wieder ganz kurz weg. Bin hier der ist gerade klein in der Ecke. Und ja, jetzt muss ich erstmal wieder hier gucken mit der Steuerung. So ging das mit der Kamera. Ranzoomen. Irgendwie muss man das auch noch starten und läuft. Sehr cool. Ja, was ich hier total klasse finde hier bei dem Spiel, wenn man hier bauen will, dass man darauf achten muss, dass so die Neigung, ja, dass das alles stimmt und wir hier nicht irgendwie ins Trudeln kommen, so weil ne, irgendwelche Gewichte nicht so sind, wie sie sein sollten. Wir hatten Bäume besorgt und wir brauchen wohl aber auch dringend Kohle. Das ist natürlich die Frage. Ich lasse das mit dem... So, wie war das denn jetzt wieder? Genau. Rechtsklick, dann gehen da diese komischen fliegenden Markierungen hoch. Und dann fliegt er dann da hin. Okay, ich verfolge das mal mit der Kamera, so gut es geht. Das ist wie so eine Boje, ja. Also ne, nur halt nicht in der Luft, sondern nur halt nicht im Wasser, sondern in der Luft. Ja, ich bin voll konzentriert dabei. Ich hoffe, ihr auch. Wir brauchen Kohle. Ist da irgendwie, warte mal, das ist das? Nein, ich wollte nur gucken, was da ist. Da wird aber nichts angezeigt. Nee, du bleibst schön hier, mein Freund. Der Steuerung ist das jetzt echt so eine Sache. So, hier sind in erster Linie ist wieder Holz, da ist Wasser. Wir brauchen bestimmt auch Wasser, könnte ich mir vorstellen. Ja, wir haben kein Zuhause. Wie sieht das denn hier mit Wasser aus? Ja, ich mach mal den hier. Holen die dann Wasser? Immer ein bisschen näher ran, so weit wie möglich, dass hier machbar ist. Okay. Hör doch mal hier dran. Wasser, wo war Wasser? Ich hatte es gerade gesehen. Oh, ich hoffe, sie holen Wasser. Doch, da ist jetzt da. Ja. Ach, bitte. Ja. Ich hole mal hier mal, wie viel habe ich noch? Ah, genau, das war's. Ich habe nicht genügend Flieger da zur Verfügung.
Dann ist das Maximum, was irgendwie geht. Kamera. Ah ja. So. Kamera. Hoch. Kamera rechts, Kamera links. Auf und runter war. Ja. Ich bin nicht so ganz zufrieden. Ah, mit C kann ich mal hin zentrieren, die Ansicht. Das hilft dann auch schon. So, wir hätten 30 Liter brauchen wir. 24 Liter sind es aktuell. So, ich brauche noch ganz kurz was. Kann natürlich sein, dass wir hier fürchterlich auf die Nase fallen werden. Ne, ganz klar. Oh, wieder Fliegerei einstellen. Wir haben mehr als genug Wasser. So, Wasserlager fast voll. Ja, ein Wunder haben kannst du mal. Ich brauche dringend noch weitere Wohnungen. Wohnblock. Ist die Frage, wie machen wir das am schlechtesten? Vielleicht auch mal hier so rechts und links mal so ein paar Sachen anbringen. Ich meine, der Weg ist ja da. Huch. Wäre die Geschichte vielleicht so, dass ich da noch einen Weg dazu basteln kann. Eins dort. Ah, Moment. Jetzt ist das natürlich ein bisschen dumm, in Anführungsstrichen. Warte mal, wie habe ich das da gemacht? Ich habe da so ein bisschen die Orientierungsprobleme. Seht es mir bitte nach. Ich muss mich hier erst wieder einfinden. Wie gesagt, ich habe lange, lange, lange Zeit nicht mehr gespielt und muss mich erstmal wieder hier mit der Steuerung ein klein wenig zurechtfinden. Ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid. Jo. So. Okay. Wohnblock. Dann setze ich. Das war auch. Das ist schon so ein bisschen hakelig zum Teil. So, dann setzen wir da noch einen hin. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig hier hingekriegt. So, wie sieht's mit Wohnen aus? Bla bla bla. Zufrieden. Bäunene, Bäunene, Bäunene. Das hat jetzt erstmal so. Wir brauchen Kohle. Was ist das da hinten? Unbekannte Ruine, die ist zu weit weg. Da unten ist Holz. Könnte das Kohle sein? Ja, Kohle. Ungefähr 2 Flugstunden. Hast du das? Kommst du da hin? Wir müssten da mal so ein bisschen Kohle bunkern. Habe ich denn da noch genügend, ich mal wieder kurz auf zentrieren, damit ich hier so halbwegs was sehe. Die Steuerung ist schon ein bisschen speziell. Ne? Also da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. So mit Kamera hier und Steuerung da und so. Ne? Ihr müsst nur bedenken, ich bin alt. Hör ja schon auf. So. Ja, wir sind, glaube ich, so ziemlich über dieses Gedingse angekommen. Dann hier Kohle und bla und noch ein dazu. Dann haben wir 6, dann haben wir alles, was wir brauchen, glaube ich. Ist die Frage. Haben die da unten direkt so Ballons angebracht oder so? Oder die sind da einfach irgendwie erstanden. Also auf einmal waren die da. So, Kohle, wie sieht es damit aus? Bla bla bla, Kohle, 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 Kohle. Ich sehe hier alles, nur keine Kohle. Ach hier, da, das Ding in der Mitte. Klar, das kann ich auch nicht sehen. So, wir bräuchten. Ja, was heißt, wir brauchen? Also wir können maximal 30 Einheiten aufnehmen. Wir sind jetzt bei 22, das ist schon mal ganz gut. Ja, dann schauen wir mal, dass wir das hier noch irgendwie komplett kriegen. Ich finde das ein bisschen Ballons, ja, da klasse. Aber ich finde das auch gut gelöst. Ne? Also man sieht hier sofort, ne? Also huch, so ungefähr was ist. Bin jetzt irgendwie mit irgendwas kollidiert. Moment. Ach, das Kohlevorkommen ist auch direkt leer. Ja, dann
komme ich hier an den Hangar dran? Nein, ich will den nicht umbauen oder so. Ich wollte das eigentlich hier wieder. Ich wollte es wieder abschalten, dass die also da drin bleiben. Was ist das? Kleine Siedlung. Wir nähern uns einem kleinen Dorf am Rande des Nirgendwo. Einige Siedler möchten sich uns womöglich anschließen und die Schinderei auf dem Land hinter sich lassen. Siedler sind gezwungenermaßen hart und unermüdlich. Ich erinnere mich an unser eigenes Zuhause. Gerade erst verlassen. Schon bald würden auch die Leute hier entwurzelt werden, genau wie wir. Aus Erinnerungen an die ferne Vergangenheit von Muluap, dem zweiten Chronisten. Wir suchen nach Übersiedlern, die rekrutieren. Kehre nach Hause zurück? Kann ich hier irgendwie, oder ist hier kein Technologiebaum? Ah da. Ich würde ganz gerne kurz speichern. Viel speichern. Achso, ja, hier, man kann zwar jederzeit speichern, aber man kann hier, glaube ich, kein, also nicht selber irgendwie sagen, hier, ne, irgendwie legt da irgendwas an. Das geht wohl nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das hier gleich hier richtig mache. Nee, ich will da hin. Mann, ich geh da jetzt wieder weg. Escape hilft fast immer. Mehr Einwohner rekrutieren. Ja, erstmal dahin fliegen, würde ich sagen. So. Dann lassen wir unsere Stadt mal dahin gleiten. Was ist hier los? Kohlelager voll. Kohlelager voll ist gut. Besser als Kohlelager leer. Das wäre nicht so toll. Da hätten wir ein großes Problem. So, mehr Einwohner rekrutieren. Tutorial, das ist mal gut. Damit dein Königreich gedeihen kann, musst du stets nach neuen Einwohnern suchen. In kleinen Siedlungen findest du potenzielle Übersiedler. Sie schauen, wie zufrieden deine Einwohner sind und entscheiden dann, ob sie sich dir anschließen wollen. Ah, hier, ne? Punkt Zufriedenheit ist da ganz weit vorne. Anschließen wollen. Die durchschnittliche Zufriedenheit deiner Einwohner findest du in der Leiste oben. Ja, habe ich gerade entdeckt. Also, jetzt, egal. Kenn ich schon etwas länger. Bewege deinen Mauszeiger auf die Leiste, um mehr Details wie den Grund für mögliche Unzufriedenheit zu erfahren. Ah, okay. Unzufriedenheit. Also im Augenblick sind die zufrieden, die können auch jubelnd sein. Gründe für Unzufriedenheit. 3 Einwohner haben kein Zuhause. Ah, da muss ich immer noch ran. So, wenn ich jetzt hier drauf klicke. Wir suchen nach Übersiedlern. Ich klicke da mal drauf. Einige der Siedler scheinen von unserer Version angetan, doch sie wollen sicher gehen, dass ihr neues Zuhause ein glücklicheres sein wird. Ja gut, kann ich nachvollziehen. Die von der Sonne gegerbten Gesichter werden hart wie Leder. Die meisten Arbeiter ignorieren uns und widmen sich ihren undankbaren Aufgaben. Aus Geschichten der alten Siedler von Muluap, dem zweiten Chronisten. Umlu Kassis will unbedingt mitkommen. Iquap Prom will unbedingt mitkommen. Und der Ponga Schnee ist neugierig. Ich würde sagen, eine arbeitslustige Seele, die von den Möglichkeiten begeistert ist und wenig will. Mindestens ausgeglichene Einwohner im Königreich der Lüfte. Mann, dies will gelernt sein. So, den nehmen wir schon mal mit. Was ist hier mit ihm? Für ein neues Königreich zu haben, kann aber etwas Wichtiges nicht zurücklassen. Insgesamt zufriedene Einwohner im Königreich der Lüfte, ja, den nehmen wir auch mit. Was ist mit ihm? Der ist immerhin neugierig. Ist interessiert, aber misstrauisch, wenn weniger Sehnsüchte erfüllt werden. Wir widmen uns anderen Angelegenheiten. So.
Okay, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ich habe jetzt nämlich nicht nachgeguckt, wie viele Leute ich da jetzt mit 11 Einwohner, aber nur 6 Häuser. Genau, wir müssen uns unbedingt... Komme ich da wieder raus? Ja, da komme ich raus. Wir müssen uns unbedingt hier um die Wohnsituation kümmern. Das ist sehr, sehr unbefriedigend, wie die Situation im Augenblick ist. Einen Augenblick. Wir brauchen erstmal wieder Wege. So, das würde ich ganz gerne machen, dass wir da so ein paar Wege haben. Wah! Das ist manchmal etwas sehr schnell hier mit der Maus. So. Keine Neigungsprobleme nach wie vor, das ist cool. Dann wäre ich nämlich versucht, dass ich hier, Moment, Wohnblock, da noch so einen Wohnblock anbringe. Habe ich da jetzt das auch richtig gemacht? Natürlich nicht. Ich den... Ah, man kann den nachträglich drehen. Oh, das ist cool. Das Programm ist intelligenter als ich. Das macht mir ein bisschen Angst. So, Moment. Zack. Moment, war das jetzt richtig? Ich natürlich nicht. So. Das machen wir da dran. Oh, da bräuchte ich. Oh, da muss ich auch nochmal. Moment, Augenblick. Wege. Da muss hier noch so. Nein, da ist schon einer. Anders, da braucht keiner mehr dran. Wenn da schon einer ist, ist das in Ordnung. Du kannst da noch gerne einen Weg machen für spätere Erweiterungen oder so. Das gleiche könnte ich theoretisch hier auch schon mal so ein bisschen anzeichnen, so dass das eventuell da weitergehen könnte. Oh, ne, man weiß es noch nicht so genau, aber vielleicht geht es in diese Richtung. So, wie sieht es hier mit unserer Ausrichtung aus? Bin ich da irgendwie immer noch? Oh, nee, naja, egal. Ich glaube, der meldet sich, wenn er irgendwas hat. Wir brauchen wieder Holz. Ich muss mir erstmal schauen, so, jetzt hier so ein bisschen Übersicht. Was ist das? Gestein, soweit ich das entdecken kann. Achso, ne, das eine, was wir hier machen können, war aus Lehmziegeln. Das war das Wort, was mir letztens irgendwie nicht eingefallen ist. Ich kann es überlegen, so, wie war es denn nochmal gleich? Karte, da hatten wir Wald, dann bitte nochmal hier hin. Augenblick ist das alles so ein bisschen so rumgesuche. Hier mal gucken, da mal gucken. Und um nach Möglichkeiten hier die Grundversorgung irgendwie aufrechtzuerhalten. Tue ich da so im Augenblick so, wie gesagt, mit der Steuerung noch so ein bisschen schwer. Was heißt ein bisschen schwer? Ich muss, im Prinzip ist es ja einfach. Aber ich muss halt immer gucken, wo geht's hin, wo müssen wir lang, wo brauche ich was, beziehungsweise wo finde ich was, welche Sachen brauche ich dringendst und so weiter und so fort. Was ist hier los? Alles in Ordnung. So, wir haben immer noch nicht genügend Häuser. Aber ich bin dabei. Ich will halt nur jetzt hier zuschauen, dass wir noch ein paar Bäume bekommen. Wir haben 14. Ist das unlimitiert? Weil hier steht ja, ne, 27 von 30. Genauso wie hier mit dem Wasser und so. Hier steht immer ganz genau, oh, wir müssen noch Nahrung, ganz gut Nahrung besorgen. Hier steht immer ganz gut, ne, was maximal so einlagbar ist. Auch hier, aber hier irgendwie, weiß ich jetzt nicht genau. 24, 26, ich gehe mal so auf 30. Wir gucken mal. Und wenn das geht, oder 26, das Maximum. Den Kaffee eben noch hinterher schieben. Die macht wieder ihre Akrobatik, was cool ist. 28.
Oh, 36. Okay. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Wo kriegen wir Nahrung her? Das ist Lehm. Das ist keine Nahrung. Dickicht. Oh, da müssen wir hin. Weise arbeitet dazu, um Nahrung von diesem Dickicht zu sammeln. Einwohner müssen zweimal am Tag essen. Wenn es keine Nahrung für ihre Mahlzeiten gibt, leidet ihre Zufriedenheit. Verständlicherweise. Ich werde sehr unverzufrieden, wenn ich nichts zu futtern kriege. Also da ist sofort hier der Ofen aus. Ja, könnt ihr aber wissen. So. Während der Vogel hier noch unterwegs ist, ich guck mal. Achso. Vorsichtig, nicht zu viel auf einmal machen unter Umständen. Bin mir da nicht so sicher. So, Wohnblöcke sollte ich aber irgendwie angelegt bekommen. Moment. Rotier. Das Ding ist so richtig. Dann sollte ich das. So, nee, das liegt doch an der Stelle nicht. Oder? Doch, hier. Hä? Wer war denn jetzt? Weiß nicht. Manche Sachen muss man nicht verstehen. Jetzt. Das gleiche bitte auf der Seite nach Möglichkeit. Moment. So, dann ist der richtig ausgerichtet. Kabum und ran. Sehr gut. Dann brauchen wir Nahrung. Moment. Ja, genau. Gut. Wir hätten also auf die Art und Weise dann schon mal das Dickicht erreicht, um hier eine entsprechend Nahrung für die Leute rankarren zu können. Wait, halt, da bin ich wieder. So. Hallo. Ja, also wie gesagt, wir hätten jetzt die Stelle erreicht, um da Nahrung entsprechend hoch zu bekommen. Was war jetzt los? Irgendwie war auf einmal so ein Ausrutscher im Ton. Vielleicht das Knacken zu hören gewesen. Ich hoffe, ich bin noch zu hören. Machen wir dann aber in der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Dabeisein bis hierhin. Im Augenblick, ne, alles so ein bisschen hakelig, aber ihr kennt das. Ne? Ich muss erst wieder reinkommen und ich hoffe, dass das in die nächste Folge schon etwas alles etwas geschmeidiger geht. So halbwegs. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute. Genießt die Zeit und auf bald.